Ja, guten Tag, Herr Lepps. Wir freuen uns, dass Sie heute hier Zeit gefunden haben, mit uns das Interview zu führen. Und ja, wir kommen gleich zur ersten Frage. Und zwar wissen wir aus der Zeitung, dass Frauen durchschnittlich im gleichen Beruf wie Männer 6% weniger verdienen. Und wie wollen Sie das garantieren, dass ich zum Beispiel später dann nicht weniger verdiene im gleichen Job wie meine Klassenkameraden? Ich glaube, es sind sogar deutlich mehr als 6%. Wir haben so ein schönes Giveaway, wie das ja in Neudeutsch heißt, das ist der Frauen-Euro. Aus dem Frauen-Euro sind 21% rausgeschnitten. Und das ist dann der Frauen-Euro. Insofern sind es 21%, wie wir das garantieren wollen. Naja, zunächst mal, Frauen haben ja in der Regel oder viel zu oft sind sie im sozialen Bereich tätig, in Gesundheitsberufen, Pflege. Das sind Arbeitsstellen, die in der Regel nicht gut bezahlt werden und das muss man auf jeden Fall ändern. Ein zweiter Punkt ist schlicht und ergreifend gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Dritter Punkt, in der Regel sind es ja die Frauen, die zu Hause bleiben, wenn den Kindern es schlecht geht oder wenn sie schlicht und ergreifend frisch geboren sind. Da haben wir auch eine Idee dafür, zum Beispiel eine Pflegezeit einzuführen oder eben eine Elternzeit neu zu strukturieren. Bei uns heißt das Elternzeit Plus. Die ist dann auch deutlich länger als die jetzige Elterngeld und das dient dazu, dass, wenn ihr mal größer seid und dann arbeiten gehen dürft, ihr dann denselben Lohn bekommt wie die männlichen. Meine Schule in Gera ist alt und kaputt und die meiner Freundin neu und modern. Ich finde das unfair. Wie können Sie und Ihre Partei das ändern? Das ist definitiv unfair. Mir sind da auch ein paar Beispiele bekannt, durchaus aus persönlicher Erfahrung. Von Bundesebene ist es schwierig, das zu ändern. Es gibt ja das sogenannte Kooperationsverbot, 2006 im Grundgesetz auch festgeschrieben, seinerzeit von der Großen Koalition, das besagt, dass der Bund sich nicht mit Ländern und Kommunen darauf einigen darf, im Bildungsbereich zu helfen. Das ist schwierig und das werden wir auch abschaffen. Dazu braucht es natürlich eine grundgesetzändernde Mehrheit. Denn im Bund ist ja durchaus Geld vorhanden und dort könnte man auch ein Infrastrukturprogramm auflegen, was dann wieder der Stadt Gera oder anderen Orten durchaus nutzen kann. Die Stadt Gera muss natürlich auch gewisse Eigenanteile tragen. Das ist schwierig, da kann das Land mithelfen. Und außerdem ist es sinnvoll, die Stadt Gera generell vom kommunalen Haushalt her zu entlasten, denn das meiste, was die kommunalen Haushalte belastet, sind ja Sozialkosten, Grundsicherung im Alter oder Jugendhilfe. Und das sind alles Kosten, die der Bund sozusagen auf die Kommunen abwälzt. Und wenn er das nicht tun würde, dann würde es der Stadt Gera auch nicht ganz so schlecht gehen und sie könnte die eigenen Schulen hier so machen, wie es eigentlich notwendig wäre. Ja, was wollen Sie bzw. Ihre Partei gegen die in Deutschland herrschende Bildungsungerechtigkeit tun? Zum Beispiel, dass der Bildungsabschluss dann nicht mehr so stark von dem Elternhaus abhängt. Ja, es ist leider so, dass soziale Herkunft ganz wesentlich darüber entscheidet, welchen Abschluss die Kinder und Jugendlichen dann mal erreichen werden. Das fängt ja schon im Kindergarten an. In Gera ist es ja noch ein bisschen schwieriger als in manch anderen Orten, weil es hier keine einheitlichen Kindergartengebühren gibt. Das ist ein Punkt. Zweitens ist es natürlich so, dass wir dafür stehen, Bildung von 0 bis zur Erwachsenenbildung im besten Fall kostenfrei zu haben. Also Kindergartengebühren ganz abschaffen, Schulgebühren sowieso. Aber auch Studiengebühren an privaten Hochschulen zum Beispiel zahlt man ja auch Studiengebühren, sollte im besten Fall gebührenfrei sein. Und wenn es gebührenfrei ist, dann hängt es auch nicht vom Geldbeutel der Eltern ab. Zweitens ist es natürlich auch notwendig, die Kinder, wenn sie dann noch jünger sind, so abzusichern, dass sie auch im normalen Schulalltag nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sind. Also Stichwort Kinderarmut. Wenn jedes fünfte Kind in Deutschland als arm oder von Armut bedroht gilt, dann sind das 2,5 Millionen. Ich finde das ein Skandal. Und da müssen wir ran. Wir wollen eine Kindergrundsicherung einführen, dass jedes Kind, egal ob es einen Elternteil hat, ob es drei Elternteile hat und egal wo es herkommt, jedes Kind wird gleich behandelt. Und dafür gibt es eine Kindergrundsicherung ohne Wenn und Aber für jedes Kind. Viele Familien haben gerade genug Geld für das Nötigste. Meine Freundin zum Beispiel hat nur eine Mama und in den Ferien konnten sie nicht in den Urlaub fahren, weil sie sich das einfach nicht leisten konnten. Das ist doch nicht gerecht. Wie wollen Sie und Ihre Partei das Familien besser unterstützen? Genau, wie gesagt, Kindergrundsicherung,
da wollen wir ran. Wenn es den Kindern besser geht, dann hängt es auch nicht allein am Einkommen der Eltern. Und zweitens natürlich ganz wesentlich, wenn die Eltern berufstätig sind, gerechte Löhne zahlen. Es gibt eine Menge Jobs, die nicht ordentlich bezahlt werden. Am Anfang hatten wir das ja im Sozialbereich zum Beispiel oder die klassischen Mini-Jobs, die in der Regel gar nicht notwendig sind, die man umwandeln kann in ordentliche sozialversicherungspflichtige Jobs. Und wenn das genug rauskommt, dann müssen sie auch mit einem Elternteil nicht sozusagen am Hungertuch nagen, um es mal ganz drastisch auszudrücken. Das sind Methoden. Ansonsten Familien unterstützen, indem man zum Beispiel die Kita-Gebühren abschafft. Das haben wir jetzt auf Landesebene für ein Jahr gemacht, aber die anderen Jahre sind halt noch notwendig. Das sind teilweise einige hundert Euro, die da zusammenkommen. Jeden Monat. Zurzeit verläuft die Integration von Flüchtlingen in Gera eher schlecht. So konnten im Juni 2017 in Gera 151 geflüchtete Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre nicht in die Schule gehen, weil einfach kein Platz da war. Auch Kindergartenplätze und Kinderärzte sind sehr rau. Wie will Ihre Partei das ändern? Also eigentlich durfte es nicht so sein. Die 151 Kinder haben dasselbe Recht wie alle anderen Kinder, zur Schule zu gehen. Sie müssen beschult werden. So jedenfalls sagt das Thüringer Schulgesetz. 10 Jahre Schulpflicht gilt in Deutschland. In Thüringen 10 Jahre Schulpflicht. Das heißt, wenn sie unter 16 sind, müssen sie zur Schule gehen. Und wenn die Stadt Gera nicht in der Lage ist, genügend Schulplätze zur Verfügung zu stellen, und das ist ja offenbar die Problematik, dann muss man seitens des Landes auch an die Stadt Gera herantreten und sie darauf hinweisen, dass sie erstens dazu verpflichtet sind und zweitens vielleicht auch einen Scheck mitbringen, um die Stadt Gera in die Lage zu versetzen. Es ist eigentlich ein Skandal, dass die, und das ist ja wahrscheinlich nicht nur in Gera der Fall, dass die Kinder, die geflüchteten Kinder nicht zur Schule gehen können oder nicht zur Schule gelassen werden. Viele Dinge, zum Beispiel Kleidung, werden im Ausland von Kindern hergestellt. Was wollen Sie bzw. Ihre Partei dafür tun, das zu ändern, zum Beispiel indem Kinderarbeit besser gekennzeichnet werden muss? Das ist ein kniffliges Thema. Einerseits in der Tat, es muss auf jeden Fall gekennzeichnet werden, das gilt nicht nur für Textilien. Andererseits ist deswegen ein kniffliges Thema, wenn man davon ausgeht, dass das Kind womöglich der einzige Ernährer der Familie ist, die Einkommen haben in der Familie, und dann zu sagen, wir wollen Kinderarbeit abschaffen, führt dann dazu, dass man diese Familie noch mehr in die Armut schürzt. Insofern muss man das abwägen. Aber definitiv, ein T-Shirt für 5 Euro ist nicht vernünftig produzierbar. Das geht nur, wenn ganz billige Arbeitskräfte, das sind oftmals tatsächlich Kinder, daran mitarbeiten. Insofern einerseits kennzeichnen und zweitens auch bewusst einkaufen. Darauf achten, wo kauft man, was kauft man und kann das überhaupt so billig jemals hergestellt worden sein unter vernünftigen Bedingungen. Das ist sozusagen der mündige Käufer, die mündige Käuferin auch darauf achtet, was man kauft. Gilt im Übrigen auch nicht nur für Sachen, sondern genauso gut auch für Lebensmittel. Wie stehen Sie bzw. Ihre Partei dazu, dass in Deutschland laut unterzeichneter Kinderrechtskonvention ja gegen Kindersoldaten ist, aber die Bundeswehr gerade ganz gezielt auch Jugendliche anwirbt, zum Beispiel über YouTube? Und nicht nur über YouTube. Die Bundeswehr nutzt auch aus, dass es ein Wissensdefizit gibt. Denn ihr als Kinder seid ab 16 für eure Daten selbst verantwortlich. Ihr könnt aufs Amt gehen und sagen, eure Daten werden nicht an die Bundeswehr gegeben. Tut ihr das nämlich nicht, bekommt ihr Briefe von der Bundeswehr direkt nach Hause. Meine Tochter hat nämlich genau so einen Fall gekriegt. Die war dann schon 17 geworden, da bekam sie einen netten Brief. Als Minderjährige noch von der Bundeswehr, was es dort alles für tolle Jobs gibt. Dann haben wir uns darauf beschwert und dann haben wir einen Post von der Bundeswehr bekommen, was wir nur wollten. Es war alles korrekt. Mit 16 Jahren ist man für seine Daten selber verantwortlich. Das weiß aber keiner. Damit fängt es an. Ansonsten, ich finde das, wenn ich jetzt sage unmöglich, ist es wahrscheinlich zu drastisch ausgedrückt, aber ich finde es keine Art und Weise, wie die Bundeswehr wirbt. Da werden Sachen vorgegaukelt. Letzten Endes, wer will freiwillig in den Krieg ziehen? Ich nicht und ihr bestimmt auch nicht. Danke für das Interview. Ich habe zu danken. Vielen Dank.